2023 ist die Zahl der bundesweit im Straßenverkehr getöteten Radfahrer auf 85 gestiegen. Erst Ende letzten Jahres kam es bei uns in Nürnberg zu einem tödlichen Unfall, bei dem auch ein Ghostbike als Mahnwache aufgestellt wurde. Insgesamt sei die Zahl der Verkehrsunfälle mit Fahrrädern jedoch leicht gesunken. Trotzdem wird diesen Monat für mehr Radverkehrssicherheit verstärkt kontrolliert. Ja, wir freuen uns darüber, dass wir immer mehr Fahrradfahrer haben, dass immer mehr Fahrrad gefahren wird in Stadt und Land. Aber leider sind damit auch mehr Fahrradunfälle verbunden und da müssen wir kräftig dagegen angehen. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann liegt der Schwerpunkt der Kontrollen nicht nur bei den motorisierten Verkehrsteilnehmern, auch Radfahrer selbst werden verstärkt auf Fahrtauglichkeit geprüft. Wir haben in der ersten Maihälfte bereits leider viele, viele Verstöße feststellen müssen bei einerseits Fahrradfahrern, die sich nicht an Regeln halten, bis hin, dass auch leider auch Pedelecs jetzt getuned werden und damit mit einer Geschwindigkeit unterwegs sind, die nicht zugelassen ist. Aber es werden auch viele Autofahrer entsprechend zur Rechenschaft gezogen, weil sie zum Beispiel auf Fahrradwegen parken oder sonst Radfahrer behindern. Also wir blicken in beide Richtungen. Dabei fallen den Beamten verschiedenste Ordnungswidrigkeiten auf. Speziell eine Sache häuft sich. Häufigste Verstöße sind die verbotene Benutzung von Mobiltelefon oder die Kopfhörer in die Ohren, dass das seine Umgebungsgeräusche nicht mehr wahrnimmt. Das stellt er immer ganz gut fest, wenn man sagt, halt Polizei, und er fährt weiter, schaut er nicht mehr an. Da kann man ganz gut ableiten, dass er einen nicht wahrnimmt. So, heute hat man bislang 72 Kontrollen und hierbei 38 Verstöße festgestellt von Radfahrenden, aber auch von Fahrzeugen, die verbotswidrig auf dem Radweg eben geparkt oder gehalten haben. Wir machen ganzheitliche Kontrollen, sprich wir kontrollieren Radfahrer sowohl auch als den Kraftfahrzeugführer. Die bayerische Staatsregierung will sich in Zukunft weiter für Fahrräder stark machen. Wichtig ist vor allem eine vernünftige Infrastruktur. Es werden auch in diesem Jahr wieder viele, viele zusätzliche Radwege entlang an Bundesstraßen, Staatsstraßen gebaut. Wir unterstützen die Kommunen entlang von Kreisstraßen, von Kommunalstraßen Radwege zu bauen und auch erkannte Unfallschwerpunkte an Kreuzungen zum Teil entsprechend technisch zu entschärfen. Das andere ist, dass in der Tat wie bei den Autofahrern auch Verkehrsteilnehmer immer wieder auch ein bisschen kontrolliert werden müssen. Bisher sind bei den Kontrollen 5.885 Verkehrsverstöße von der Polizei festgestellt worden. Ende Mai wird es dann eine endgültige Zahl geben.